40k Boltgun, lauernde Heresie, Level 16. Wir haben leider alle Waffen verloren und alle Upgrades, aber wir probieren es trotzdem, uns da durchzuballern. Na, hier haben wir die Schrotflinte wieder. Vielleicht kommen wir da auch ohne unsere super tollen Waffen durch. Wir probieren es jetzt einfach. Immerhin haben wir den Vergelterwerfer auch. Okay. Schauen wir mal, ob wir da irgendwie durchkommen mit diesem letzten Level des zweiten Kapitels, auch wenn wir nur drei Waffen zur Auswahl haben. Schilde sind schon weg, die Hells ist weg, die Shotgun ist weg, weil die Munition alle ist. So, die Laser fallen. Jetzt speichern wir mal ab. Könnte nämlich krass schlecht werden.
schön, hat uns alle Schilde zerlegt. Ich weiß nicht, dass hier die Wände runtergehen werden. Das ist der Grund, warum wir den Level jetzt hier neu anfangen mussten. Jetzt ist er gespeichert. Jetzt können wir es also riskieren. Ne, das will ich mir nicht holen. Ja, hier ging es nicht lang. Hier ging's lang. Ja, da waren wir zu langsam. Oh fuck. Der haut schon wieder zu lang. Ah, wir haben es geschafft! Daran sind wir vorher die ganze Zeit gescheitert. Weil wir dann neu starten mussten, das heißt all unsere Waffen weg. Immerhin haben wir jetzt die Plasma Gun. Und wir können da jetzt durch. Wir geben uns ehrlicherweise auch den Wolke-Kaliber und Schilde. Und Gesundheitspacks. So. Dann wird jetzt ein Bossfight kommen, nämlich das sehe ich das richtig. Zweimal lauernde Heresy, okay, nicht schlecht. Die Route geht abwärts, Sprungstatus essentiell. Gebetsstatus empfohlen. Okay. Okay, wir müssen jetzt. Das ist schon episch, die Gegend hier. Wir sollen jetzt da runter.
massiv Schilde einsammeln. Krass, ich wurde hier einfach weitergeschossen. Geschossen! Okay, die Waffe ist leider schon wieder leer. Was ist wieder den Bolter. Speichert mal wieder. Lauernde Heresie hat es in sich. Die Jump Pads oder was das sein soll. Insbesondere. Ehrlich. Diese Herrschaften wieder. Ja, die lauernde Heresie. Okay, da haben wir hier. Ja, die haben wahrscheinlich die Munition. Gibt's hier eigentlich. Gibt's hier unten? Ach ne, das ist da. Okay. Wir speichern mal wieder bei der lauernden Heresie. Bam. Oh, jetzt geht's in zwei verschiedene Richtungen, sehe ich das. Richtig. Einmal hier hin. Hat uns ein Geheimnis gebracht. Fuck off, ey.
für dummen, aufstrebenden Champions. Tut mir wirklich leid, aber das ist so blöd. Also, da bin ich kein Freund von, ganz ehrlich. Schauen wir mal kurz. Boah. Was gäbe es denn links? Irgendwie mehr Gegner. What? Mag euch nicht. Nee. Oh, jetzt sterb halt. Meine Herren. Ein bisschen viel Delay auch. Oh, und dann wieder der Schaden, den du nimmst, weil die Plasmawaffe halt auch dich immer im halber Dreiviertel killt. Total toll. Echt jetzt an Gegnern, wirklich. Spare ich es jetzt trotzdem, ich riskiere es jetzt, auch wenn wir fast schon wieder tot sind oder zumindest keine Schilde mehr haben. Lächerlich. Die spawnen quasi auch hier drauf. Also es ist wirklich hart lächerlich. Geht mir echt auf den Zeiger. Das ist noch so ein Teil. Standort des Gewölbes erreicht. Aha, jetzt haben wir fast keine Schilde. Also gar keine Schilde.
Das ist echt dumm. Wir drücken jetzt auch mal auf Play. Hier. Ach so. Man ist etwas gnädig. Da wird mich jetzt ein Boss kommen. Wir speichern das jetzt mal hier. Und schauen uns das jetzt an. Jo, Schilde haben wir noch geholt. Healing. So, wir haben einen Bossfight. Den Text kann ich jetzt nicht lesen, den der Typ so uns sagt, also der Boss. Fuck, Chaos Terminator. Fuck. Wenn es nochmal machen wird. Sehen nicht. Ja, das ist halt nochmal. Jetzt haben wir ihn, glaube ich. Wir haben es geschafft. To above the warp drive, expanding the rift. Find a way aboard.
Also, das war der letzte Level im zweiten Kapitel mit dem Boss, dem Hexer. Wir sehen uns dann bei Start des dritten Kapitels im nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.